Dankeschön. Bueno, muchas gracias. Voy a hacer un pequeño relato sobre la situación en Bolivia y la democracia que estamos viviendo ahora. Lo voy a hacer en alemán porque anteriormente ya lo hice en español, ¿ya? Y lo siento por aquellos que no pueden alemán, en español mejor dicho. Hola, hola. Ja, also wie gesagt, ich möchte ein bisschen etwas über die Demokratie, was wir in Bolivien jetzt erleben, ein bisschen erzählen. Leider ist dieser Begriff in den letzten Monaten in unseren Ohren regelrecht erschüttert worden. Viele Landsleute haben sich das Gehirn darüber zermattet und das Vertrauen in die Demokratie wurde angezweifelt. Es wurde eine instabile Situation in unserer bolivianischen Gesellschaft geschaffen und letztendlich führte es zu einer Polarisierung und zerstörte viele guten Werte unseres Volkes. Viele sind mit falschen Auslegungen dieses Begriffes manipuliert worden. Die rechten Putschisten haben das Wort Demokratie absichtlich falsch interpretiert und damit das Volk systematisch zu manipulieren. Für ihre Zwecke missbrauchten sie auch die Bibel. Sie setzten sie wie eine Waffe gegen die Vernunft und das Gewissen ihrer Gegner ein. Leider hatten sie mit der großen Unterstützung der gekauften Presse einen so großen Einfluss auf die Öffentlichkeit, dass all dies im Handumdrehen zu einem Staatsstreich mit vielen Opfern führte. Die Polizei streikte und das Militär. Sie zwang unseren Bundespräsidenten Evo Morales einmal dazu, sein Mandat aufzugeben. Mit diesem Handel wurde die wahre Demokratie des Volkes verletzt. Denn die Regierung war vom Volk gewählt und von einem Großteil unseres Volkes auch weiterhin gewollt. Viele Menschen blieben geblendet von den Putschisten, enttäuscht zurück. Der Einfluss der Faschisten besteht weiterhin und somit verfälschen und missbrauchen sie auch weiterhin die guten Eigenschaften einer wahren Demokratie für ihre Zwecke. Sie sagen, dass sie die Menschenrechte respektieren, wenn sie kaltblütig Evo Befürworter ermorden. Menschen, die nur ihre Rechte verteidigen oder ihr demokratisches Recht auf Demonstrieren einfordern. Respekt und Gerechtigkeit sind deswegen Bestandteile einer wahren Demokratie und diese einzufordern ist unser Recht. Menschen mundtot zu machen und zu mordern sind Bestandteile einer Diktatur und nicht der Demokratie. Sie sagen, dass sie die Freiheit jedes Einzelnen respektieren, aber sie akzeptieren keine andere Denkweise und gestatten auch keine Meinungsfreiheit. Alle, die sich nicht ihre falsch ausgelegten demokratischen Meinungen unterwirft, wird direkt als aufrührerisch und terroristisch verurteilt. Sie sagen, wir, die anders denken, sind eine Gefahr für die Nation. Ich sage, wir sind es nicht, sie sind es. Sie sagen, dass wir alle vor dem Gesetz gleich sind, aber sie sind es, die mit Hassparolen, rassistischen Handlungen und Diskriminierung unser Gesetz missachten und ein neues Gesetz nur für die Reichen und Gerechten schaffen. Sie sagen, es gilt Presse- und Meinungsfreiheit zu beachten, aber sie haben einen Medienpush verursacht. Die Medien wurden gekauft, um die Wahrheit zu vertuschen. Die Faschistischen haben die guten Werte der Demokratie, so wie sie unter unserem Präsidenten Evo Morales einmal bestanden, vergessen.
Werte wie Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit, Respekt, Toleranz, Pluralismus und Partizipation. Jene Werte, die für das Leben in der Gesellschaft von grundlegender Bedeutung sind. Hier und heute möchten wir alle daran erinnern, was Demokratie eigentlich bedeutet und sie beachten. Ihr Putschisten, Freiheit ist eine Grundvoraussetzung für ein demokratisches System, weil sie uns als Individuum die Möglichkeit gibt, unsere Gedanken frei auszudrücken, ohne Angst zu haben, verfolgt oder als Aufhörer gebrandmarkt zu werden. Ihr Putschisten, gebt uns die Freiheit, uns zu treffen und zu vereinen, uns für unsere Rechte einzusetzen und diese zu manifestieren. Hör auf, diese weiterhin zu verletzen und mit Füßen zu treten. Ihr Putschisten, Gleichheit ist ein Grundsatz, nach dem der Staat garantieren muss, dass alle Bürger die gleichen Rechte und Pflichten haben, ohne dass die eine oder andere Person oder Gruppe bevorzugt oder abgesetzt wird. Im politischen und sozialen Leben einer gesunden Demokratie muss das Recht jedes Einzelnen unabhängig von Hautfarbe, Geschlecht, Religion und Herkunft geachtet werden. Gleichheit gibt es für den Staat weder Reiche noch Arme, weder bessere noch schlechte Geschäftsleute oder Arbeiter, sondern nur Individuen, den Bürger. Ihr Putschisten, Gerechtigkeit, Rechtsstaatlichkeit, Legalität, Beständigkeit und Stabilität sind für das Bestehen einer Demokratie von grundlegender Bedeutung, da sie nicht existieren können, wenn die Rechte und Freiheiten der Bürger nicht geachtet werden. In den letzten Monaten, nach dem Regierungsputsch, wurden viele Menschen, die sich für die Werte der Demokratie einsetzen, seitens der selbsternannten Übergangsregierung massiv eingeschüchtert. Man drohte ihnen damit verhaftet, verfolgt zu werden, wenn sie ihre Denkweise öffentlich vertreten würden. Meine sehr verehrten Damen und Herren der selbsternannten Regierung, seit Beginn an haben die behauptet, dass Evo Morales einmal ein Diktator sei, was völlig falsch ist und absolut nicht den Tatsachen entspricht. Denn wir Bolivianer waren freie Menschen, die eine uneingeschränkte Freiheit genossen haben. Die wahren Diktatoren sind sie. Ihr, die jetzt ihre Macht in der Regierung missbrauchen und das Volk terrorisieren. Viele von unserem Volk wurden von dieser selbst ernannten Regierung geblendet, manipuliert, bis hin zu dem Versuch, direkte Gehirnwäsche zu versuchen. Ihr Ziel war es, sich selbst als die Guten hinzustellen und alle anderen Denkenden als die Schlechten. Dafür war ihnen jedes Mittel und Recht und sie tun es immer noch, weil sie gut bewaffnet sind und die notwendigen Mittel dafür haben. Ihr Putschisten, ich möchte Sie nur daran erinnern, dass die Gerechtigkeit für die Armen eintrifft. Spät, aber sie trifft ein. Und wenn sie eintrifft, müssen Sie, ihr Putschisten, vor dem Volk Rechenschaft über ihre Missentaten ablegen und den Machtmissbrauch gegen das Volk rechtfertigen und erklären. So, das war Teil der, was ich sagen wollte, über die Demokratie. Ich möchte etwas ein bisschen auf Spanisch erzählen. Also,